Ja, liebe Leser von hartharterheavy.de, hier ist wieder euer Stefan, heute aus Osnabrück. Hey man, hallo. Hello. Hard and Heavy. Ich weiß gar nicht, ob... Wir haben hier den ähnlichen Haarschnitt, ne? Das kommt ja schon mal gut. Du, als ich letztens auf Internetseite geschaut hatte, da dachte ich, das bist doch du. Seit wann kannst du denn Gitarre spielen? Genau, passt mal. Ich habe nur den schicken Goatee hier, nicht? Den kleinen, ne? Den muss ich mir noch machen lassen. Der ist aber wie ein paar lassen. Mal sehen, von der Seite, so beide. Ah. Ich werde schon da. Ich werde schon da. Ja, ist schon da. Ich habe schon eine kleine Erkältung, habe ich schon. Spring ich dann mal. Ja, okay. Mach. Hau rein. Üb schon mal. Ich würde sagen, ihr beiden stellt euch einfach mal vor, weil ich glaube, hier ist auch eine Generation, die ihr völlig übersprungen habt, die euch wahrscheinlich gar nicht mehr kennt, oder? Kann sein, ja. Als Langzeiturlauber? Nein. Ich bin der Peter hier, ich bin der Bassist, except dabei seit Anfang 80 oder 79, 80. Was hast du sogar schon früher? Also ich bin dazugekommen 1976. Na gut, dann 77. Wolf Hoffmann, mein Name, guten Tag. Dann war ich 77. Ich glaube, du bist gekommen 77, na ja. 77 müsste es gewesen sein. Also vor Urzeiten. Ja. Und jetzt kommen wir gerade aus dem Ruhestand wieder. Auch gut, ne? Was hat euch veranlasst? Ja, eine ganz witzige Geschichte. Ich habe es schon tausendmal erzählt. Ich habe vor circa anderthalb Jahren den Peter mal besucht und wir wollten eigentlich, jetzt schon fast wieder zwei Jahre, ja. Also, wir wollten eigentlich nur mal Musik machen und haben uns getroffen, weil wir leben ja alle, auch alle in aller Welt verstreut. Also ich lebe in Nashville, Tennessee, er wohnt in Philadelphia und die anderen überall hier in Europa, also überall eigentlich nebenhin verstreut. Und ich habe ihn mal besucht und wir haben dann eine kleine Jam-Session gemacht und haben eigentlich nur mal ein bisschen Musik machen wollen. Einfach nur zum, ja, zum Spaß. Und hatten wir einen Drummer da, aber ansonsten waren das nur wir beide und dann sagte jemand, hey, da gibt es einen Sänger, der wohnt hier um die Ecke. Klingt wie Udo. Genau, der klingt ähnlich wie euer alter Sänger und der hat, der kennt sogar als Programm. Lad den doch mal ein, der hat bestimmt mal Bock, mal vorbeizukommen und dann macht es doch mehr Spaß. Ja, das haben wir gemacht und er kam, fing an zu singen und wir beide waren uns sofort einig, das ist ja Wahnsinn. Wo kommt denn der Mann her? Mit dem ist es doch eigentlich möglich sein, Accept wieder ins Leben zu rufen, weil Musik machen wollten wir beide immer schon die ganzen Jahre, aber. Es war ja auch mehr oder weniger klar, dadurch, dass Udo kein Interesse hat und uns auch mehrfach abgelehnt hat, mit uns noch zu arbeiten, haben wir da auch gar nicht weiter drüber nachgedacht. Aber dann, als diese Möglichkeit bestand und der Markt plötzlich vor uns stand, haben wir gedacht, jetzt oder nie, und haben einfach der Welt mal frohlockend verkündet, dass es Accept wieder gibt. Ohne uns darüber im Klaren zu sein, wie machen wir das jetzt eigentlich so alles? Aber wir waren uns eigentlich völlig Feuereifer des Gefechtes. Wie früher? Ja. Das ging irgendwie innerhalb von einem Tag, war das alles klar, klipp und klar. Wir haben einfach gesagt, ja, Accept gibt's wieder, das ist der neue Sänger. Boom. Wir haben den gefragt, Handschlag, ehrlich. Ja, gibt ja heute da gar nicht. So, wir haben die anderen beiden in Deutschland, beziehungsweise in der Schweiz angerufen, der Stefan, der lebt in der Schweiz und der Hermann wohnt ja noch in Deutschland. Wir haben die nur angerufen und haben gesagt, ey, seid ihr dabei? Ja, alles klar, ab geht's. Aber der Hammer ist ja letztendlich, ihr habt ein Album, ihr seid aus der Versenkung wieder da, ja. Haut da ein Album auf den Markt, wo... Ich behaupte mal, viele euch als müde belächelt haben. Oh ja, wir sind mehr noch sogar. Das Album ist ja der Hammer. Und als ich mal reingehört habe und habe auch den Mark Tomillo dort gehört, ich dachte schon, das ist der Udo. Echt, ja? Ja. Also ich finde schon, er klingt, er erinnert gelegentlich daran, aber ich finde, er hat auch schon sein eigenes Ding. Also finde ich, muss man schon auch sagen. Ja. Und deswegen passt es ja auch so gut. Ne? Und er hat ja auch eine klare Stimme. Er singt ja Biss zum Beispiel im Song, also Mittelpart, den singt er ganz alleine. Also die Leute denken heute noch und fragen mich, oh, dann bist du, hast du aber schön gesungen. Das bin ich aber überhaupt nicht, der Marc. Ja. Und dadurch hat er natürlich, wenn Udo nicht hatte, er hat eine Möglichkeit, auch mal klar zu singen und Balladen zu singen. Das ist für uns ein ganz neuer Anfang quasi. Ich glaube auch, dass viele Fans einfach Udo mit Accept verbinden und umgekehrt. Sure. Also wahrscheinlich kann man das eine von dem anderen nicht trennen. Ja, sicher. Wir sind ja auch, ich meine, wir haben ja auch jahrelang, jahrzehntelang hier Musik zusammen gemacht. Ja. Das ist ja ganz klar. Wir haben ja auch eine lange Geschichte miteinander und wir sind auch stolz auf das, was wir erreicht haben und klar, völlig bewusst. Und deswegen war es ja auch immer schwierig, an das Thema überhaupt ranzugehen und wir hätten das normalerweise uns ja auch so erstmal gar nicht getraut, ja. Weil der normale Weg ist ja immer, man macht eine Audition, wie das so schön heißt, und dann schicken die Sänger alle ihre Takes ein und dann wird das öffentlich bekannt gegeben und irgendwie so geht das ja. Das dauert monatelang und dann irgendwann findet man vielleicht mal einen, aber diesen ganzen Weg. Den haben wir nie gegangen und den wollten wir auch eigentlich gar nicht gehen, da hatten wir gar keine Nerven zu und das erschien uns auch sowieso irgendwie mehr oder weniger aussichtslos. Ich glaube auch für die Fans ist es immer was anderes, wenn man so eine Band
ganz neu und frisch kommt, mit neuen Ideen und das ist auch für die Fans mal gut. Ich meine, das Alte ist, das hat ja auch jeder noch. Ja. Kann, wenn du den anhören willst, go, hör dir die alten Alben an. Aber wenigstens hier ist mal was Frisches drin. Ja. Geht mal nach vorne und da ist Enthusiasmus und Spielfreude. Wenn wir live spielen, dann wirst du da abends sehen. Wir haben wirklich riesigen Spaß, dann hier zu spielen. Das macht mehr Spaß als hier zuvor. Ich habe im Internet auch mal ein bisschen recherchiert und auch da, gut, auf YouTube, da gibt es sich Videos mit Schnitt. Man merkt, dass ihr brennt richtig. Ja, ja. Ja, klar, wir haben ja auch, ja. Wir haben ja auch lange Jahre nichts so richtig gemacht. Wir können ja auch richtig aus dem Vollen, wir sind ja richtig hungrig wieder. Wir haben unsere Batterien alle aufgeladen und ja. Jetzt geht's voll los. Jetzt fangen wir gerade erst richtig an. Ich habe mir das mal aufgeschrieben. Ich habe mal nachgezählt. Also, ihr hattet schon 30 Konzerte dieses Jahr. Ja, also dieses Jahr hat ja gar nicht angefangen, im vergangenen Jahr. Entschuldigung, im vergangenen Jahr. Richtig, ja. Jetzt geht ihr erstmal auf Europa-Tournee. Mhm. Das sind 32 Konzerte in den nächsten 2 Monaten. Mhm. Und dann habt ihr in den USA auch nochmal 20 Konzerte. Und dann geht es noch weiter. Dann geht es noch weiter. Dann geht es noch nach Südamerika. Und dann war noch Japan im Gespräch und Australien. Mal gucken, was davon noch. Aber auf jeden Fall Südamerika ist bestätigt. Und ja, und Festivals und Festivals kommen auch noch. Also wir werden mehr unterwegs sein, denn je zuvor. Aber das wollen wir auch so. Ich meine, letztendlich, das war ja immer das Ziel, das wollten wir ja immer. Weil wir sind ja nur Musiker und wir spielen gerne. Und jetzt können wir das auch mit dieser neuen Besetzung, können wir wirklich, wird uns keine Grenzen gesetzt und wir machen bis die Schorte kracht. Ich meine, so einfach ist das ja auch nicht. Also ich habe mit vielen Musikern ja auch schon gesprochen und die sagen, es ist einfach absolut schwierig, überhaupt erstmal eine Location zu kriegen. Die bringen ihr Geld mit. Ja, ja, klar. Und ihr sagt mal so, okay, dann machen wir mal 100 Konzerte hier am Stück. Gut, also, ja. Ja, ich weiß. Das ist für manche ist ein Schlag ins Gesicht. Aber ich meine, ihr seid neben den Scorpions, seid ihr einfach ja, die zweiterfolgreichste Band, muss man ganz klar sagen. Ja. Die gehen jetzt in Ruhestand. Also uns freut es natürlich, ja klar. Wir fangen gerade mal richtig los. Wir legen jetzt erstmal richtig los. Das ist nur lustig passiert. Hm. Genau, wir haben es nur erstmal ausgeruht, ne? Und jetzt geht es nochmal voll los. Versprecht ihr den Fans jetzt aber auch, dass es hinterher weitergeht? Also, ja. Dass das jetzt wirklich ja. Nicht. Ich meine, man kann hier alles 100%. Man kann hier in die Zukunft blicken, oder ich weiß nicht, ob morgen einer tot umfällt oder was alles passieren kann, aber von uns aus gesehen, wenn wir dürfen und wenn es alles irgendwie geht, machen wir weiter, solange wir können. Also wir haben jetzt wirklich jetzt lange Pläne. Wir wollen jetzt nicht nur einmal alles abgrasen und dann wieder in Ruhestand treten. Dafür lohnt sich diese ganze Anstrengung auch nicht. Ich meine, das ist ja auch diese ganze Maschinerie, die mal wieder rollt. Und wenn sie dann dasteht, das dann wieder alles fallen zu lassen, das ist ja Schwachsinn. Wir wollen jetzt wirklich auch dabei bleiben und den Fans wirklich regelmäßig neues Material liefern. Und wir sind ja schon dran. Also ich habe eben eine angesprochene Stück gehört, ihr schreibt, ihr habt schon neue Songs und das ist natürlich ein bisschen übertrieben. Aber wir denken schon dran. Wir denken schon an Neues. Das ist ja schon der erste Schritt. Wird es dann auch eine Live-DVD geben bei den vier? Ich denke schon, ja. Ich denke schon, ja. Also gefilmt wird auf jeden Fall und dann wird man zusammen mit der Plattenfirma entscheiden, wann das der beste Zeitpunkt gegeben ist, nochmal was zu veröffentlichen. Das sowas gibt ja auch nicht nur an der Band immer, das wird ja immer mit Management und Plattenfirma abgestimmt. Ne? Ein Video habt ihr jetzt veröffentlicht? Genau. Da war auch noch mal ein zweites im Gespräch und das ist vielleicht immer noch in Arbeit, aber wir hatten da so ein Konzept, das war so teuer, das ließ sich bisher nicht realisieren. Dann müssen wir mal sehen, wie wir das machen. Vielleicht auch mit weniger einfach. Genau. Wobei das erst war sehr, also ich fand das sehr, sehr gut. Ja, es war auch sehr aufwendig gemacht. Da haben wir riesen Glück gehabt. Da kannten wir jemanden in Los Angeles, der das sehr professionell mit riesen Aktionen gemacht hat für uns. Hast du ja wahrscheinlich gesehen, da war richtig eine riesen Crew und Kran und Feuer. War ein Filmset quasi. Ah. Ganz anders als früher. Du hast pusht natürlich das und das bringt natürlich die Musik auch nochmal ganz anders zu. Ja, klar. Das ist den Wolf Hoffmann solo auf einem Panzer. Oh. Amerikanischen Panzer. Can't get more metal than that. Ne, wir hatten unheimliches Glück dadurch, dass wir Leute gefunden haben, muss man auch ehrlich sagen. Ich meine, ja, es gibt natürlich die, wir sind immer die treibende Kraft und ohne die Songs geht es sowieso nicht. Also Peter und ich haben mir die Songs geschrieben mit Mark. Also wir sind ja im Grunde genommen die gleichen Songschreiber wie früher. Deswegen klingt es halt auch wie früher. Ich wollte eigentlich nur sagen, dass dadurch, dass wir jetzt die gleichen Songschreiber wieder haben, ist es natürlich, klingt es so wie früher und deswegen freuen sich die Fans darüber. Aber was auch bemerkenswert ist an diesem ganzen Comeback, ist, dass wir ein Riesenglück hatten, dass wir Leute gefunden haben wie den Andy Snee oder auch diesen Videodirektor, der unser Video gemacht hat, die also A, unheimlich gut sind in ihrem Fach und auch wirklich wissen, was sie tun. Also ein Weltklasse-Produzent zum Beispiel, der Andy Snee, der auch den ganz anderen Namen gemacht hat.
Aber der ist auch ein riesen Accept-Fan und immer schon gewesen. Mhm. Also der ist wirklich auch als solcher aufgewachsen. Und bei dem Videoproduzenten war das ganz ähnlich, den Director meine ich. Die waren auch ein Accept-Fan. Also jetzt ist die erste Welle von Accept-Fans aus den 80er Jahren, die ist jetzt alle so in den 40ern vielleicht, aber immer noch total Accept-Fans geblieben und die Leute helfen uns jetzt natürlich unheimlich. Ja. Als Beispiel zum Beispiel, als wir das Video gemacht haben, der David, der sagt am Ende unbedingt müssen die Flying V's da rein. Für ihn als Accept-Fan waren die Flying V's diese brennenden Gitarren. Die brennenden Gitarren waren eingebrannt in seinem Vorher. Am Ende, ich muss diese Gitarre. Wie haben wir gleich daran gedacht? Waren das eigentlich ganz alte Gitarren? Weil die waren ja völlig anders. Nee, wenn man mal genauer ratscht, die waren das Haus gemacht. Das war so eine Attrappen, nur die da zum Schluss abgefackelt sind. Nee, da kam man damit an. Aber es war so super. Ja, aber das ist so ein Beispiel von Leuten, die jetzt wirklich mit Herz und Seele dabei sind und mit denen es auch Spaß macht zu arbeiten und die auch wirklich Meister in ihrem Fach sind. Und da hatten wir halt das Glück, viele so Leute kennenzulernen jetzt in letzter Zeit während unseres Comebacks. Und die haben sich dann teilweise auch selber gemeldet bei uns. Ja. Das war wirklich Wahnsinn. Andy Sneap ja auch. Er hat uns gefunden. Wir kannten ihn auch nicht. Haben da super Glück gehabt, dass wir halt an die richtigen Leute gekommen sind. Also das ist schon auch ein bisschen Teamwork. Es ist jetzt nicht nur, dass wir... Ja. Also so ganz alleine können wir sowas auch alles nicht auf die Beine stellen, ist ja klar. Ja gut, es ist jeder von den anderen abhängig. Logisch, klar. Die Band von den Fans, ja, und umgekehrt, es ist geben und nehmen. Und es ist natürlich auch wichtig, dass man da auch an der Base auch viel arbeitet. Machen wir auch, wir machen auch viel auf Internet, aber wir geben uns auch viel Mühe, dass wirklich an den Fans nah dran zu bleiben. Ja. Man muss auch die Willigkeit haben, mal ein bisschen zu geben, und auch so mit dem Handy zum Beispiel. Das ist nicht wie früher, sondern... Wenn der eine Idee hat oder einen Plan, der weiß genau, wie er sich vorstellt, wie Accept klingen muss. Mhm. Und da wir so lange nicht mehr, und als Musiker selber ist es immer schwierig zu beurteilen, wie klingen wir eigentlich, wie müssen wir sein, oder wie, so von der, als ein Außenseiter war das wunderbar für uns, den Andy zu haben. Der war quasi so ein Lot, wenn wir uns immer dran... haben wir immer gedacht, wenn es ihm gefällt, also Accept gefällt, ist gut. Dann haben wir nicht mehr geargut, da war uns dann auch egal, aber sonst sind wir beide immer wie... Ich muss jetzt mal sehen, da das ist ganz lustig, nur wieder zum Zacke gehen, aber wenn er sagte, I love it, next. Ja, das ist gut, alles klar. Ja.